Ja, wir sind sehr glücklich, weil wir haben jetzt 4 Bauteile getestet. Wir haben Decken getestet, wir haben Emporen getestet und Treppen getestet. Und alle Bauteile haben ihre Belastungstests mit Bravour bestanden. Die alte Bahndirektion wurde Anfang des 20. Jahrhunderts erbaut, ziemlich genau zwischen 1910 und 1915. Sie diente damals als Unterbringung für die Königlich-Württembergische Eisenbahn. Mit Fertigstellung von Stuttgart 21 und Inbetriebnahme des Tiefbahnhofs liegen wir mit unserer alten Bahndirektion in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof und entwickeln hier ein attraktives neues Büroquartier. Wir haben uns entschieden, in den Bestand an der Stelle zu investieren, weil wir einfach geleitet sind von dem Gedanken, dass wir eben CO2 einsparen wollen. Wir wollen nachhaltig unterwegs sein. In der Vergangenheit haben wir mit Zyplin in partnerschaftlicher Art und Weise viele Bauvorhaben bereits erfolgreich abschließen können. Und last but not least war für uns natürlich von großer Bedeutung, dass hier Zyplin um den Hauptbahnhof herum nahezu jedes Staubkörnchen kennt. Wir haben in der zentralen Technik die Versuchsdurchführung geplant, die Konstruktion dimensioniert und den Weg bis zu der vorhabenbezogenen Bauartgenehmigung begleitet. Belastungstests sind notwendig, weil wir keine genehmigte Nutzung vorliegen haben aktuell. Insofern müssen wir alle Bestandsbauteile nach aktuellen Regelwerken nachweisen. Das ist aber nicht möglich aufgrund der verwendeten Materialien oder der Bewährungsführung. Wir haben auch keine bestehende Statik vorliegen oder Bewährungspläne. Insofern bringen wir die Belastung direkt auf die Bauteile auf und zeigen so, dass die Bestandsbauteile über ausreichend Tragkapazitäten verfügen. Die Belastungstests wurden am Ende so durchgeführt, dass wir mit Hydraulikpressen gearbeitet haben. Das hat den Vorteil, dass die Belastung in dem Moment, wo es zum Versagensfall kommt, weg ist. Wie messen wir das? Das machen wir mit Sensoren, induktiven Wegaufnehmern oder Dehnmessstreifen, wo wir die Verformung messen oder eben die Dehnung am Bauteil selbst messen. Das beobachten wir dann direkt im Versuch. Zeichnen das auch auf. Die Belastung bringen wir dann schrittweise auf. Die wird immer wieder gesteigert und dazwischen dann komplett abgelassen. Und so kann man dann relativ schnell einschätzen, ob dieser Versuch gelingt oder eben nicht. Man muss bedenken, dass die Elemente, die man für den Versuchsaufbau benötigt, alle von Hand ins Gebäude getragen werden müssen. Wir haben Stahlträger verwendet, wir haben Holzbauteile verwendet, einfach durch die beengten Platzverhältnisse im Treppenhaus oder durch die Türen. Ja, als die Belastungsversuche dann letzten Endes die Ziellast erreicht haben, das war schon eine spannende Geschichte. Da hat auch dann die Stahlkonstruktion geknackt, die Zugstangen haben geknackt. Da gab es dann Geräusche und man hat die Last dann schrittweise gesteigert. Und als dann der Ruf kam, Ziellast erreicht, da war dann schon große Erleichterung. Und alle Bauteile haben ihre Belastungstests mit Bravour bestanden. Als Projektentwickler sind wir hoch erfreut über die bisherigen Ergebnisse der Belastungsversuche. Wir können damit Schritt für Schritt herausfinden, wie wir die Bahndirektion künftig nutzen können.